Eine großartige Leistung, eine tolle Vorstellung der Spreefüchse Berlin. 34:29 gegen Werder Bremen. Super gemacht. Also ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Es war ein schönes Spiel. Schon zum dritten Mal in dieser Saison trafen beide Mannschaften aufeinander. Die Spreefüchse aus Berlin kennen also Stärken und Schwächen der Bremerin. Wir haben ja einmal mit einem Tor gewonnen und einmal halt unentschieden gespielt. Go Paula! Go Paula! Und es waren doch eher so knappere Spiele. Nach einer nicht so optimalen Trainingswoche der Berlinerinnen, unter anderem wegen Krankheitsproblemen, konnten sie sich dennoch anfangs einen Torevorsprung herausspielen, herauswerfen. Die Defensive der Gastgeberinnen war in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Wenige Tore wurden durchgelassen. Frust war den Gästen ins Gesicht geschrieben. Die erste Halbzeit ging so mit 19:12 für die Spreefüchse zu Ende. Wir sind super in die erste Halbzeit gestartet. Ja, Konter gelaufen, schnell gespielt und also sehr gut in die erste Halbzeit gestartet, auch durchgezogen. Ja, sonst, also wie oft wirft man 19 Tore in der ersten Halbzeit schon? Die zweite Halbzeit sah schon etwas anders aus. Die Defensive der Gäste von der Weser wurde stärker und auch die Angriffe wurden präziser. Für die Bremerinnen dennoch nicht ausreichend, um den Torevorsprung der Gastgeberinnen einzuholen. Bis zur letzten Spielminute kämpften die Spreefüchse. Der Sieg stand zwar schon fest, aber es wurde trotzdem nicht nachgelassen. Zum Glück für die Damen aus der Hauptstadt konnte die lang verletzte Spielerin Vanessa Mack endlich wieder mitmachen, endlich wieder über den Hallenboden rennen und sich so mit ihrem Team über einen 34:29 Sieg freuen. Mit 100% ins nächste Spiel und das werden wir gegen die natürlich auch machen. Und wie gesagt, wir haben eine Rechnung offen. Da sind mehr als 100% nötig diesmal. Das Mittelfeld der Tabelle ist gesichert, doch der nächste Gegner, der wartet schon. Die HSG Gedernidder empfängt am 2.3. die Spreefüchse. Und wenn es dort wieder so eine großartige Leistung gibt, so eine tolle Vorstellung der Spreefüchse, dann ist bestimmt auch der nächste Sieg möglich.